Haltet sie auf! Na, na, da geht immer noch nicht nach zu, wenn ich gewinnen kann. Wie ist das möglich? Pas à la hauteur, que le Seigneur est pitié de ton âme. Wo hast du dich verkrochen? Gütiger Gott, was ist passiert? Du Heide, jetzt wirst du sterben! Was ist dieser Armseele widerfahren? Le mari qui nous observe en ce moment. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Mark deine Münzen. So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Ich flehe euch an. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Dein Gott hat dich verlassen. Und so straft er uns. Sende tausend heidnische Krieger, um sich vor unseren Toren zu sammeln. Staatsbürger, bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott über euch wacht. Seine Hand wird unsere tapferen Recken zum Sieg.
Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Je te ferai trancher la main. J'aurai ta peau. Haltet euch fern von mir. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Das ist die Kunde vor mir. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Ah, nun, ich bin sicher, dass ich hier etwas habe.
Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel.